Herzlich willkommen beim Race Around Austria. Tag 2 bei Europas härtestem Radrennen. Und dieser verlief in diesem Jahr ganz anders als bisher. Sind doch seit dem Vormittag bereits die Teilnehmer der Race Around Austria Challenge zurück ins Ziel in St. Georg im Attergau gekommen. Das Feld des klassischen Race Around Austria befindet sich bereits im Burgenland bzw. in der Steiermark und wird in der kommenden Nacht nach Kärnten passieren. Wir haben für Sie bereits einige Impressionen aus der letzten Nacht. Sehr gut. Passt. Ich sage euch, die 30er beschränkt und hauen uns wieder zu. Noch überholen wir nicht mehr. Angeführt wird das Feld, wie nicht anders erwartet, vom dreifachen Race Across America-Gewinner Christoph Strasser, der heute Nacht erst die erste kleine Schlafpause einlegen wird. Wir waren heute früh bei einem Radwechsel dabei. Kalt. Scheiß Wetter. Danke. Während des gesamten Rennens können sich die Beteiligten über Zuspruch vom Streckenrand freuen. Einige Begeisterte haben sich sogar zu Fanzonen zusammengeschlossen. Sie befinden sich hier in Gmünd und zwar Race Across Austria, Wechselzone für das Schrenkteam. Schrenkteam ist zwei Fahrer, also Chef und ein Mitarbeiter der Firma Hartlhaus, haben sich zusammengetan, um diese 2200 Kilometer durch Österreich zu bestreiten als Team. Und das Ziel, das Grobziel lautet 3. Platz. Das wäre ein ganz tolles Ergebnis für dieses Team, das hier in Kürze eintrifft, und wir wollen das Team hier natürlich mit frenetischem Applaus empfangen und ihnen alles Gute weiterhin wünschen. Na, Schrenksteffen ist ein guter Freund von uns und darum sind wir hier. Und dann sind wir schon gespannt, wie der Wechsel ausschaut da und was der Stefan sagt zu dem Rennen. Super zum Fahren, am Anfang ein bisschen viel Regen, aber es hat sich jetzt gelegt im Waldviertel, da wo wir daheim sind. Passt Wetter gut und Stimmung ist super da jetzt. Und es ist echt klasse zum Fahren, macht Spaß. Ja, das ist super, wenn in der Heimat alle auf einem warten und so angefeuert wird, das ist echt eine klasse Geschichte, das ist super. Herzlich willkommen in der Fanzone in Drosendorf. Wir sind eine Fanzone, die es bereits zum dritten Mal gibt
und wir versuchen hier die Athleten anzufeuern und ihnen motivierend die Nachtstunden zu verkürzen. Bei uns in der Fanzone gibt es sowohl heiße oder auch kalte Getränke und Speisen, also kleine Speisen, eher Snacks. Wir haben Gulaschsuppe, Nudelsalat, Aufstrichbrote und Merchandising-Artikel, T-Shirts, Trinkflaschen, also alles, was es halt gibt rund um das Restaurant Austria. Ja! Ja! Super, super, ja! I'm singing in the rain, just singing in the rain. Die Erstaustragung der Race Around Austria Challenge konnte der Wiener Christian Lengel für sich entscheiden. Er umradelte Oberösterreich in einer Zeit von 19 Stunden und 18 Minuten. Einen Heimsieg feierte das Team Ernstl Sport. Die beiden Julbacher gewannen die Zweierteamwertung der Race Around Austria Challenge in 16 Stunden und 37 Minuten. Wir waren sehr gut vorbereitet auf das Rennen. Wie gesagt, wir haben uns sehr viel angetan. Wir haben die ganze Strecke besichtigt, Wir haben auch die ganzen Wechsels ausgemacht, schon im Vorfeld, wo wird gewechselt, genau schon angeschaut, wo kann man wechseln, welches Rad kann man einsetzen dafür. Also das ist auch ganz wesentlich. Wenn man sehr schnell sein will, man kann nicht sagen, ich fahre mit der Zeit vor allem am Berg rauf, das geht ja nicht. Geht schon, aber man ist halt relativ langsam. Wir haben eine eigene Facebook-Seite gemacht, auch immer up to date, hätten wir halt vorgehabt, was möglich war, ja. Und auch dann gepostet, bitte beißt uns an. Und natürlich, das geht nur mit dem Schub, ja, wenn du dann siehst. Das. Jawohl! Für mich ist es einfach, ich muss Radl fahren und Nahrung auf zu nehmen. Meine Launen müssen die drei aushalten, aber die wirkliche Herausforderung war dann auch für mein Team, dass sie mit mir zurechtkommen und dann mir auch den Weg auch richtig sagen. Für mich war es super. Also ich bin ein Nachtfahrer. Wie gesagt, ich habe am Tag vielleicht ein Problem, aber dieses Jahr, wie gesagt, das Wetter ist für mich ideal, weil wenn es ein wenig Kälte ist, fühle ich mich besser. Bei mir ist es eigentlich umgekehrt. Mir war es eigentlich zu kalt und zu nass. Mir ist es lieber, wenn es ein bisschen warm ist. In der Nacht, das ist egal. In der Nacht hat die Leistung ein bisschen nachgelassen, aber das ist, glaube ich, normal, das ist bei jedem. Sonst im Großen und Ganzen hat es passt. Es ist natürlich für mich sehr spannend, für einen Josef, der eigentlich ausgezeichnet gefahren ist. Es ist das erste Mal gewesen, dass er so lange Strecken gefahren ist. Jetzt werde ich in 2 Monaten 60 und nächstes Jahr mache ich es vielleicht noch einmal. Manfred Stadträger und Ingo. Ja, für das, dass wir das erste Mal dabei waren, ist es schon ganz okay. Die Zeit passt und... Es war das Wetter eigentlich brutal, aber sonst ist es okay. Sehr beeindruckend, sehr spannend, sehr toll. Gefällt mir gut.
Es ist wundervoll, wir sind so glücklich, im Ziel zu sein und es war einfach genial. Wir danken alle Fans, die uns betreut haben und unseren Trainer, Gary Bauer. Beim Race Around Austria geht es jetzt ins Hochgebirge. Die Athleten erwartet unter anderem das Lesachtal, die Großglockner Hochalpenstraße und das Kühtai. Wir hoffen besonders hier für die Athleten auf gutes Wetter. Bis morgen!